Hallo Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten-Fantum. Ja, der Ludwig möchte euch auch wieder mal Hallo sagen. Ja, denn er möchte auch wissen, was gibt es denn Neues im Merchandise-Universum unserer Helden von Eternia, Ludwig. Ne, das ist doch immer eine Frage, die dich jeden Tag beschäftigt, ne, wenn du in meinem Sammlerzimmer herumschnupperst und schaust, mein Gott, was hat der Markt denn wieder Neues bekommen? Wann geht die Kamera samt Licht an? Natürlich. Es muss man sagen, es ist bedingt neu. Aber ich habe es endlich bekommen, nachdem es jetzt mindestens 2-3 Monaten schon gibt, zwar in den USA, als Target Exclusive. Das heißt, dieses wird es hier nie in dem regulären Handel schaffen. So, vielleicht im Online-Shop, okay, aber dann bezahlt man horrende Preise hier in Deutschland. Und ich hatte einen ganz netten Menschen, der mir diese Figur, ja, es geht um den New Adventure He-Man aus der Masterverse-Reihe, mir wirklich zum Einkaufspreis, ja, dazu kam natürlich, klar, Zoll etc., hat er mir trotzdem ganz günstig überlassen. Nochmal vielen Dank, ja, dass du mir dieses gegeben hast. Und jetzt schauen wir uns erst einmal die Figur selber mit der Verpackung an, bevor ich diesen mit euch zusammen auspacken werde. Auch diese Figur kommt in der bekannten Masterverse-Umverpackung. Hier das bekannte He-Man-Logo aus den 90ern. Ja, hier oben links sieht man nochmal den Hinweis, dass es 30 Gelenkpunkte bei der Figur gibt. Natürlich mittig durch den Blister sieht man die Figur, hier in dem Fall der New Adventure He-Man. Ja, auch bei dieser Figur ist es natürlich so, dass an der Seite ein richtig tolles Artwork ist. He-Man mit gezogenem Schwert, das hier so neongrün-gelb leuchtet. Auf der gegenüberliegenden Seite He-Man und darunter Galactic Protector. Auch bei der Target Exclusive-Figur gibt es auf der Rückseite weiterhin, wie man es bei einer Masterverse-Reihe gewohnt ist, ein geniales Artwork. Der New Adventure He-Man im Kampf. Und oben links sieht man noch eine kleine Kurzbiografie zur Figur selber. Und hier im Hintergrund sieht man zwei düstere Gesellen. Und unterhalb des Artworks findet man noch weitere Figuren, die in der Toyline erschienen sind. Ja, nochmals danke, Oliver. Oliver, danke, dass es so Leute gibt in der Masters-Community, die wirklich auch an andere mitdenken. Und danke nochmal, dass du mir die Figur wirklich zum fairen Preis überlassen hast. Und wenn man so rumschaut, ja, bei eBay und Co., was denn so manche Leute dafür verlangen, ja, nur weil es ein Exclusive ist, ein Target-Exclusive. Naja, egal, es fehlt mir nur noch der Old Man at Arms und der ist derzeit auch sehr teuer. Falls jemand ihn günstig abzugeben hat, es darf auch gerne eine Auspacker-Version sein, meldet sich einfach hier bei mir auf meinen Social-Media-Seiten. Ja, da bin ich vertreten bei Instagram und Facebook, natürlich auch bei YouTube. Aber bei YouTube kann man, glaube ich, gar keine Nachrichten mehr verschicken, oder? Bin ich da richtig informiert? Naja, ich nochmal zu sagen, ist hier beim New Adventure He-Man, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wer mich kennt, weiß, die New Adventures, die Serie samt Toyline war nie meine. Ja, also das Universum hat sich da vor mir auf alle Fälle verschlossen. Ich hatte mal zwei Figuren aus den 90ern nochmal original verpackt. Das war einmal He-Man und Skeletor. Die hatte ich euch damals, das glaube ich 2018, hatte ich euch schon mal gezeigt. Dann habe ich sie verkauft, weil ich da keinen Bezug zu habe. Aber bei dieser Figur, weil ich natürlich eigentlich Komplettsammler bin bei der Masterverse-Reihe, genauso wie bei den Origins, musste ich sie natürlich haben. Deswegen war ich so hinterher. Deswegen kann ich es vielleicht auch objektiv gleich mal begutachten. Und was ich noch sagen musste, ist, bei diesem Origins 4er Geburtstagsset, da war ja auch ein Origins New Adventure He-Man mit dabei. Und den fand ich sogar, das war die beste Figur in diesem Package. Deswegen bin ich jetzt nicht so, wo ich sage, nee, auf keinen Fall, die New Adventures, die kommen bei mir nicht auf meinem Präsentationstisch. Ich werde sie nicht reviewen. Nein, natürlich werde ich dieses machen. Und ich muss sagen, objektiv, was ich schon von außen sehe, sieht er natürlich cool aus. Ja, so sieht er aus. Das Schild kam mir schon entgegen. Ne? So sieht natürlich der New Adventure He-Man aus, wenn die Umverpackung weg ist. So, weil das Schild schon mir entgegengekommen ist. Ich hoffe mal, es ist nicht kaputt.
kaputt. Ich guck mal, wie kann man. Sieht so komisch aus. Ich weiß nicht, wie ich das Schild gleich befestigen soll. So hieß dieses durchsichtige grüne Schild. Ich weiß gar nicht, ob es kaputt ist. Bin ich gleich mal gespannt. Ach, ich weiß, wie es geht. Ach, das ist nicht kaputt. Ist alles okay. Alles tutti. Dann hat er noch natürlich seinen Helm. Das hat natürlich der Raumfahrt-He-Man. Sag ich da Raum oder das Universum-He-Man hier vom Weltall. Hat er natürlich. Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Motorradhelm. Ne? Er hat natürlich seine Rüstung mit dabei, die man auch ihm anlegen kann. Noch. Und wie gesagt, ich bin nicht der Fachmann von den New Adventures, deswegen seht es mir ein wenig bei, wenn ich hier gleich mal vielleicht mal was Tinnef erzählen sollte. So, kann man ihn gleich auch noch anlegen. Das schauen wir uns gleich auch noch ganz explizit, ganz genau an. Dann hat er noch zwei auswechselbare Fäuste mit dabei, zu seinen normalen Händen, die geöffnet sind. So, und natürlich, was wäre He-Man ohne sein Schwert? Er hat auch hier sein Schwert mit dabei, das natürlich sehr schön leuchtend ist in der Klinge. Momentchen mal. Gut, so. Da, das bekannte New Adventure Schwert. Auch ich war damals als Kind, oder war ich ja eigentlich schon heranwachsen, da war ich ja kein Kind mehr, wo die Toyline Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre erschienen ist. Das hat mich denn auf alle Fälle nicht mehr geflasht, weil ich war zu dem Zeitpunkt war ich Alf-Fan. Ja, ich hatte mit den Masters abgeschlossen, aber wo ich sie gesehen hatte im Laden, dachte ich mir, was, es gibt neue He-Man-Figuren, neue Masters-Figuren, warum sind die denn alle so schlank geworden? Was ist das für ein Mist? Hat mich gar nicht interessiert. Viele Jahre später habe ich mir mal eine Folge im Internet angeschaut und dann musste ich sagen, für mich war echt, wo ich das gesehen habe, das Ende des Abendlandes gesehen, wo ich sah, wie dieser komische Prinz Adam sich vor seinen Eltern dann geoutet hatte, dass er eigentlich He-Man ist und dann diese lieblose Verwandlung. Nein, das Hörspiel dagegen, das habe ich auch sehr viele Jahre später gehört zum ersten Mal und muss sagen, das fand ich gar nicht übel. So, das nochmal zur kleinen Exkursion, warum ich die mit der Toyline nichts anfangen kann. Aber ich weiß, viele von euch vergöttern diese Serie. Ja? Auch Leute, die in meinem näheren Umkreis sind, finden diese Reihe richtig gut. Ja, aber jedem das seine. So, wir wollen ihn mal hier rausholen aus der Verpackung. Das mache ich ja immer sehr, sehr gerne. Natürlich, was mir auffällt, eben schon beim Spinsen durch den Blister fiel mir auf, das Gesicht hier von diesem He-Man. Moment mal. Ach, der ist ja noch fest, ich Steppes. Hab's gar nicht gemacht, vom lauter Labern habe ich ihn gar nicht hier befreit. Moment mal. So. Habe ich den schon gesehen und stellte auch sofort fest, das Gesicht gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Der sieht so ein bisschen bubihaft aus, oder? Bin ich da ein bisschen... Der hat so weiche Gesichtszüge. Obwohl, jetzt geht's eigentlich. Ja, komm, Marc, sei mal nicht so überkritisch. Muss man es ja zur Seite räumen. Auch mal kurz was trinken. Ja, gut. Doch nicht so schlecht. Das hat doch getäuscht durch den Blister schauen. Willst du, wo ich in Hand halte, auf alle Fälle... ist das Gesicht doch schon cool. Auch der Zopf hinten, ja, ist natürlich so, wie er hat, ne? Ein Zöpfchen hinten. Der moderne He-Man damals, ja. Für mich war es auch so komisch, dass He-Man plötzlich einen Zopf trug. Mochte ich eigentlich nicht. Wir gucken erstmal den Stand an. Er steht auch sofort auf Anhieb. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der Paintjob. Was machst du da, Ludwig? Was bist du da wieder rum am Hangeln? Du bist wieder am Lecken. Die Leute vermuten ja immer, ich würde ihm was draufschmieren, damit du hier während meiner Review immer leckst. Nein, er nimmt auch so die Salze von mir auf. Ne? Und er nimmt die Salze von mir auf und ich bezahle die gesalzenen Preise. So ist hier der Kreislauf bei uns. Also hier Paintjob, super geil. Er hat auch den gleichen Body wie alle männlichen Charaktere der Masterverse-Reihe. Da hat sich auch nichts geändert. Er kann sich aber... Ach, jetzt kann er sich doch, das war ein bisschen schwieriger. Er kann sich auch hier 360 Grad, kann man ihn drehen. Auch alle 30 Gelenkpunkte, die man kennt, hat er auch. Man kann ihn auch einknicken, die Beine. Die Hände, wie gesagt, kann man auch hier austauschen. Ja, ich gucke mal gerade die Rüstung. Ja, auch
Die ist gut. Also ich muss sagen, ich finde die Version auch cool. Ich fand ihn bei den Origins, die Version vom New Adventure He-Man, fand ich perfekt. Ich fand, wie gesagt, ich sagte es ja schon eben, das war für mich einer der besten Figuren in diesem Viererpack. Ja, vom Filmation He-Man war ich ja total entsetzt. Das kann ich euch gar nicht oft genug sagen. Was hat er für einen Schmollmund gehabt? So, auch hier an der Seite hier sein Armreifen. Und da kann man nämlich, da ist clever, clever, da kann man nämlich hier sein Schild kann man hier reinstecken und dann hat er wieder was zur Abwehr. Cool, oder? Ludwig, was ist los? Wo warst du? Was Pipi machen? Nein, wo warst du? Hast du geguckt, ob dein Spielzeug noch da ist? Weil Ludwig hat nämlich auch Spielzeug. Er hat solche Stofftiere, die er regelmäßig, wenn er seinen Willen nicht bekommt, verprügelt. Und noch ganz andere Sachen macht, die er um die Uhrzeit, die ich gar nicht sagen darf. Na, Ludwig. Ja, leg dich hin und genieße die Review. Vorne auf dem Gürtel hat er das H für He-Man natürlich. Auch das Logo von He-Man, ne, das fand ich damals blöd, ja, für die New Adventures. Das fand ich richtig blöd. Heutzutage muss ich sagen, wenn ich das auf der Verpackung sehe, das hat irgendetwas, oder? Also einfach nur He-Man nennen, nicht mal Masters of the Universe, ne? Nein, He-Man. Schlicht. So, natürlich hier auch seine blaue, ich sage jetzt schon Leggings, ja, die passt natürlich zu den goldenen Stiefeln. Er kann natürlich den Kopf, kann er natürlich abnehmen, ne? Natürlich, dann ist er auch da kopflos. Ja, hat was, ne? Ich finde ihn gar nicht übel. Es kommt ja auch noch der New Adventure Skeletor kommt da raus. Das wird, glaube ich, kein Exclusive sein. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir ihn hier auch relativ einfacher bekommen, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Da freue ich mich auch schon drauf. Und da hat das Artwork, das habe ich auch schon bei Giganten, das Fanmagazin euch erzählt, das ist auch so abgefahren, ja. Beim New Adventure Skeletor hat das Artwork ein deutscher Künstler entworfen, den man auch wirklich in der Motoszene kennt. Simon Eckert. Damit dir schöne Grüße, Simon. Den habe ich schon mal getroffen, zusammen mit seiner Freundin, ja, bei Smith in Düsseldorf. Und dann habe ich ihn schon zugetextet. Ne? Ich glaube, der hat so richtige Ohren, gab so viel Laberei von einem Mann hat er, glaube ich, damals noch nicht gekannt, bis ich kam. Ne? Nicht immer. So, gut, das ist schon mal cool. Hinten kann er, hat er natürlich für sein Schwert die Halterung. Natürlich, das muss er haben, obwohl es hält nicht hier richtig. Ach doch, jetzt hält das richtig. Man muss richtig runterziehen, dann hält das Schwert hinten richtig und wackelt nicht. Sieht cool aus. Hat was. Richtig sehr geil. Ja, dann hat er natürlich, man kann ihm natürlich auch einen Helm drauf tun, Motorradhelm. Nein, natürlich, wenn er durch den Weltraum unterwegs ist, muss He-Man natürlich auch einen Helm haben. Gut. Hat He-Man halt so gehabt, ne, damals. Aber ist jetzt nicht meine. Also, wenn ich ihn jetzt hier hinstellen würde, wenn ich die Verpackung weglassen würde und würde mir in ein Regal stellen, würde er ohne Helm sein. Oder? Würdet ihr mit oder ohne Helm machen? Unten einfach mal reinposten. Aber der Helm kommt natürlich besser zur Geltung. Das macht man erst, glaube ich, wenn die Rüstung drauf ist. Ne? Man kann nämlich auch hier seine Rüstung abnehmen. Das können ja fast alle Masterverse-Figuren. Jetzt überlege ich mal, ich glaube, jede Masterverse-Figur, die männlich war, konnte die Rüstung ablegen. Oh. Habe ich da jetzt Scheiße gebaut? Habe ich da was Farbabrieb hervorgerufen mit meinen Fingernägeln? Ach, ein kleiner Farbabrieb ist jetzt, glaube ich, von mir passiert. Ah, bin ich deppert. Egal. So. Aber es kann auch sein, dass er schon dran war. Dann wollen wir die Rüstung mal anlegen. Wie macht man sie? Da hat an den Seiten so Schlaufen. Die kann man dann eindrücken. Und dann kann man ihn. Natürlich kann man sie dann umlegen. Also nicht ihn, sondern die Rüstung kann man ihm um den Körper legen. So, man setzt natürlich den Kopf wieder drauf. Ups, der fällt auch gerade runter. Und man macht den Helm drauf. So, so passt es doch eher, ne? Und sein Schwert steckt man hinten rein. Und zack, hat man hier, wenn man auch noch das Schild hier noch macht oder der Schild, hat man auch wirklich den New Adventure He-Man, der jetzt auch sich cool fortbewegen kann, ne? Cool.
Das hat denn auch wieder was. Ja, da passt der Helm natürlich denn, ne? Ohne seiner Weltraumrüstung, da ist der Helm natürlich sinnlos. Das sieht auch doof aus. Aber zusammen jetzt in dieser Kombination, auf alle Fälle schon mal sieht er richtig schön geschmeidig aus. Ihr könnt gerne unten mal reinposten. Habt ihr den New Adventure He-Man aus der Masterverse-Reihe? Wie findet ihr ihn? Findet ihr in einer normalen Rüstung cool oder doch eher mit dieser Weltraumrüstung? Ich glaube, es war die Weltraumrüstung denn, ne? Ich muss ja, wie gesagt, sagen, ich habe die Serie nie gesehen, bis auf diese eine Folge, die ich dann auch irgendwann abgebrochen habe. Hier wirkt er auf alle Fälle wesentlich besser als die Original-Toys, weil die waren wirklich sehr schlaksig. Also passt nicht. Ich finde, Masters-Figuren ohne wirklich vielleicht einen übertriebenen Muskelaufbau ist für mich keine Masters. Auf keinen Fall. Deswegen waren auch zum Beispiel die Reaction-Figuren von Super 7 damals, ja, die auch die Masters vertrieben haben, war für mich ein blanker Hohn. Ich weiß, der eine oder andere haben sie gefeiert. Also bei mir war das immer außen vor. Ich gucke mal ganz mal gar nicht, ich guck mal zur Seite ein bisschen weg, ne, ob der Ton da ist. Ja, habe ich Ton? Ja. Ich glaube schon mit dem Ton. Gut. Ja, das ist ja richtig sonst geil. Also ich muss sagen, die Figur lohnt sich auf alle Fälle. Kann ich eine klare, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn günstig zu bekommen. Ja, auf alle Fälle zugreifen. Auch wenn er wirklich hier, es ist wirklich schwer, ihn zu bekommen. Wirklich. Dann gab es auch, ich wollte es auch mal ausprobiert haben, es gibt wohl Speditionen, dann kann man sich die Target-Lieferung dort in Amerika hinliefern lassen. Und die machen natürlich für Geld, ja, bringen sie dir den nach Deutschland, zu dir zur Haustür. Also beziehungsweise die bringen das dann auf den Postweg. Ne? So war es. Die bringen es nicht persönlich, ja, zu dir hin, aber die bringen es auf den Postweg, ne? Ich habe mich nicht getraut, dieses Mal zu testen. Vielleicht könnt ihr auch da mal unten reinposten, ob ihr dieses ausprobiert habt, wie teuer es war, ob es sich gelohnt hat. Dann würdet ihr es nochmal machen. Das würde mich auch auf alle Fälle brennend interessieren. So, das war's nun von meiner kleinen Ausgabe von Gigantenfantum, ne Ludwig. Findest du den gut? Sollen wir den hier behalten? Magst du den? Der guckt jetzt an unter dem Motto: Was soll ich dir jetzt bellen? Naja, auf alle Fälle sehen wir uns dann wieder bei der nächsten Ausgabe von Gigantenphantom oder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Bis dahin bleibt auf alle Fälle gesund und sammelwütig. Tschüss!